Ich bin Ricardo und ich arbeite als Verkaufsberater in der Transa-Filiale Winterthur. Und ich muss ein Basecamp nirgendwo in Kanada finden. Hey, ist alles zusammen. Heute machen wir uns alles Survival Kit in 1 Liter Nalgene-Flasche. Zum drin schlafen habe ich mir einen Ultralight Bivy genommen. Der besteht aus einer aluminiumbedampften Kunststofffolie, sodass extrem viel Wärme zurückstrahlen. Das wird mich vielleicht vor der Kälte retten. Für Wasser habe ich mir einen 2 Liter Wasserbeutel und einen LifeStraw Wasserfilter zugetan. Schnur ist etwas, das in der Natur recht schwierig herzustellen ist und extrem energieintensiv ist. Zum Feuermachen habe ich einen Feuerstahl genommen von Firesteel. Für mich sehr wichtig, feststehendes Messer. Das ist das Größte, was ich gefunden habe, und eine gute Flasche passt. Das ist ein absolutes Muss für Survival. Zur Orientierung habe ich mir noch einen kleinen Kompass und eine kleine Taschenlampe genommen.